Wenn man Geld in Aktien oder ETFs investiert, wird man früher oder später auch mit dem Thema Depotgebühren bzw. allerlei Gebühren vom Broker konfrontiert. Die Finanzdienstleister müssen ihr Geschäft ja auch irgendwie am Laufen halten und deswegen ist das natürlich vollkommen legitim. Trotzdem sollte man sehr darauf achten, weil sie das Potenzial haben, den Sinn einer Investition zu zerstören. Und das passiert ganz einfach dann, wenn die Gebühren höher sind als die Rendite, die man rausziehen kann. Hallo, ich bin der Johannes und ich zeige dir, wie du dein Geld für dich arbeiten lässt. Und es kommt immer wieder der Hinweis von Zuschauern, dass ihnen die Rendite von irgendwelchen Gebühren aufgefressen wird. Und deswegen ist dieses Thema natürlich super relevant. Ich bin aber auch der Meinung, dass sich in vielen der beschriebenen Fälle die Kosten entweder minimieren oder sogar vielleicht ganz verhindern lassen. Welche Depotgebühren deine Rendite vernichten und welche Möglichkeiten auch Broker selbst anbieten, um diese Gebühren zu schmälern, darum geht es in diesem Video. Gerade wenn man neu dabei ist, sich ein Vermögen aufzubauen und jetzt noch nicht die Unsummen investiert hat, dann fallen natürlich alle Arten von Gebühren erstmal viel stärker ins Gewicht. Und da muss man einfach darauf achten, dass sie nicht unverhältnismäßig hoch sind. Es lässt sich meistens auch gar nicht vermeiden, mit einem kleinen Minus in die Investition zu gehen, weil um zu investieren, muss ich Aktien kaufen und wenn ich Aktien kaufen will, dann muss ich Ordergebühren dafür zahlen. Es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen hart gesagt, mit einem Minus in die Investition zu starten, weil es handelt sich ja jetzt nicht direkt um einen Kursverlust oder so. Ist vielleicht auch ein bisschen Ansichtssache, wie man das sieht, aber streng genommen könnte man natürlich schon behaupten, dass man durch die Ordergebühren etwas ärmer geworden ist, weshalb man es schon als Verlust bezeichnen darf. Nicht umsonst trägt man ja die Kosten, die mit einem solchen Aktienkauf in Verbindung stehen, auch bei Portfolio Performance ein. Portfolio Performance ist ein kostenloses Programm für die persönliche Anlageverwaltung. Da kann man alle möglichen Assets einpflegen und updaten und ich denke, ziemlich viele in der Community verwenden es. Es gibt auch Broker, da zahlt man per se keine Ordergebühren mehr, aber in solchen Fällen kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass ein sogenannter Spread eingebaut ist, also ein preislicher Unterschied, zu dem man dann die Aktie kaufen kann. Irgendwie muss der Finanzdienstleister eben überleben und das kann er nicht, wenn er alles kostenlos raushaut. In den Kommentaren kam auch die Frage auf, ob ich denn die Gebühren, die mit dem Depot zusammenhängen, in meinen Renditeberechnungen berücksichtige. Und diese Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich berücksichtige nicht nur die Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe, sondern auch Kontoführungsgebühren oder Ähnliches, falls es anfällt. Zu meinen Kontoführungsgebühren sei noch einmal gesagt, bei Comdirect zahle ich im Moment keine Kontoführungsgebühren, weil ich einen Sparplan habe. Da sind die Bedingungen aktuell so, dass man entweder 2 Trades pro Quartal ausführen muss oder einen Sparplan, einen Wertpapiersparplan alle 3 Monate und deswegen bin ich mit meinem Sparplan da fein raus und zahle keine 1,95 pro Monat. Bei DEGIRO ist es so, dass es zwar keine direkten Kontoführungsgebühren gibt, also das Konto an sich ist kostenlos, aber für jeden Handelsplatz, an dem ich tätig bin, zahle ich pro Jahr 2,50 € und das trage ich natürlich auch bei Portfolio Performance ein. Ich würde schon behaupten, dass ich da relativ sorgfältig vorgehe und ja, es gibt diese Handelsplatzgebühr wirklich. Immer wenn ich das im Video sage, werde ich in irgendeinem Kommentar nochmal gefragt, gibt es die wirklich? Weil ich habe die noch nicht in meinem Kontoauszug gesehen. Falls du sie noch nicht in deinem Kontoauszug gesehen hast, dann verlass dich drauf, irgendwann ist es soweit. Dröseln wir mal ein bisschen auf, welche Gebühren einen bei einem Broker erwarten können, aber nicht zwingend müssen. Und es geht jetzt mal nur um Gebühren vom Broker. Es gibt noch viele weitere Arten von Gebühren, die auf einen zukommen können, zum Beispiel Fondsgebühren, wenn man einen ETF oder einen aktiven Fonds gekauft hat. Und es gibt dann auch immer wieder Leute, die wollen auch immer die Steuer und Inflation berücksichtigt haben. Auch das sind natürlich Dinge, die eigene Rendite schmälern oder vernichten können. Aber jetzt mal in diesem Video einfach nur die Depotgebühren. Auch das ist schon eine Wissenschaft für sich. Wenn man in Aktien, ETFs oder anderen Finanzprodukten an der Börse investieren will, dann braucht man einen Broker. Der kann dir zum Beispiel erstmal verschiedene Arten von Kontoführungsgebühren berechnen. Das sind einfach Gebühren, die sind alleine dafür, dass dir der Broker das Aktiendepot stellt und ermöglicht. Es gibt sogar Banken, da zahlt man für Überweisungen Geld, also auch darauf sollte man achten. Ich kenne es jetzt eigentlich nicht so, dass beim Erhalt des Geldes irgendwie eine Gebühr bezahlt wird, aber spätestens dann oder auch sehr oft immer noch, wenn man Geld
zum Beispiel an das eigene Girokonto zurücküberweist. Also normalerweise wird das heute eigentlich nicht mehr gemacht. Also diese Gebühren gibt es eigentlich fast nicht mehr. Aber wenn man jetzt bei besonderen Banken ist oder bei der Hausbank um die Ecke, die Dorfbank, da ist das vielleicht noch so. Dann geht es an den Kauf und den Verkauf von Aktien. Also erstmal muss man natürlich die Aktien kaufen und das kostet Ordergebühren. Und auch die setzen sich wieder aus verschiedenen Teilen zusammen, weil natürlich nicht nur der Broker etwas davon abhaben will, sondern natürlich auch die Börse, an der man dann die entsprechende Aktie gekauft hat. Also man kauft ja bei einem Broker, kauft man eine Aktie und gibt dann auch immer an, über welche Börse man die gekauft haben möchte. Man kann zum Beispiel beim Broker comdirect Aktien über die New York Stock Exchange, aber auch zum Beispiel über die Frankfurter Börse kaufen. Und auch da gibt es dann wieder unterschiedliche Preise bei inländischen Börsen und ausländischen Börsen. Dann gibt es Broker, die verlangen Gebühren dafür, wenn man Dividenden erhält. Also die wollen dann einfach Geld dafür, dass sie die Dividende dir auf dein Konto buchen. Dann gibt es Gebühren, die können anfallen, wenn Währungstransaktionen passiert sind. Bei DEGIRO ist das zum Beispiel so, wenn man an der New York Stock Exchange zum Beispiel Aktien kauft, dann wird das umgetauscht in US-Dollar, weil amerikanische Aktien gibt es nun mal in US-Dollar. Das heißt, das Geld muss dann auch umgetauscht werden und dafür verlangen sie zum Beispiel eine Gebühr jedes Mal von 0,1%. Das heißt, auch beim Verkauf wird das dann wieder zurückgetauscht in Euro. Wenn man Dividende erhält, wird das natürlich auch von US-Dollar auf Euro gewechselt. Also auch das muss man natürlich dann bedenken, aber es sind 0,1%, das heißt, das ist 1 Euro pro 1000 Euro, die da geschoben werden und das finde ich halt absolut okay, aber um es zu veranschaulichen, eben auch solche Gebühren gibt es. Dann gibt es zum Beispiel Broker, die geben dir Rabatte, je mehr du handelst. Und dann gibt es auch noch Fälle, bei denen ein und derselbe Broker verschiedene Tarife hat. Das heißt, da muss es dann noch nicht mal so sein, dass einer genauso viel zahlt wie der andere beim selben Broker, sondern dass er einfach wie bei einem Telefontarif in einem anderen Tarif ist und andere Preise für das Gleiche zahlt. Wo sieht man nun diese ganzen Gebühren, die da auf einen zukommen können? Wahrscheinlich nicht auf der Werbeseite des Brokers direkt, sondern im Preisverzeichnis. So heißt diese PDF, in der diese ganzen kleinen Buchstaben stehen. Es ist wirklich eklig, das zu lesen und da steht aber tatsächlich alles drin. Man muss auch nicht alles lesen, was da drin steht, weil vieles betrifft einen auch gar nicht direkt, weil da steht halt wirklich alles drin, was diese Bank an Finanzprodukten und Dienstleistungen anbietet. Es gibt ja auch Überschriften, die die Suche so ein bisschen einengen oder man sucht mit Steuerung F direkt nach bestimmten Schlagworten, wie zum Beispiel Depot, Wertpapiere oder Dividende, je nachdem. Ich bekomme immer mal wieder Nachrichten, in denen ich vorgerechnet bekomme, wie irgendwelche Gebühren die Rendite vernichten. Welche sind das? Das sind zuallererst mal natürlich die Ordergebühren. Die fallen dann an, wenn ich Aktien oder irgendwelche Finanzprodukte kaufe oder verkaufe. Da muss man sich dann einfach überlegen, was macht Sinn? Sicher nicht 10 Euro zu bezahlen, um damit Aktien im Wert von 100 Euro zu kaufen. Theoretisch könnte man sich einen Penny-Stock also im Wert von wenigen Cent kaufen und für diesen Kauf 10 Euro bezahlen. Also das sollte man nicht machen. Vielleicht bietet der Broker dafür aber andere Kaufmöglichkeiten. Zum Beispiel einen Sparplan, der dann nur 1,5% des Anlagebetrages kostet. Und da lohnt es sich dann eben auch schon, kleinere Beträge zu investieren. Finger weg von Penny Stocks, by the way, weil ich es gerade erwähnt habe. Das hat einen Grund, dass die nur wenige Cent wert sind. Und da würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass der Markt einfach zu blöd war bisher, den ultra krassen Mehrwert des Unternehmens zu checken. Renditekiller Nummer 2, würde ich sagen, sind Gebühren für die Verarbeitung von Dividenden. Das heißt, immer wenn du Dividenden bekommst, wird dafür eine Gebühr vom Broker verlangt. Ich spreche hier auf meinem Kanal ja oft über meine Dividendenstrategie und da ist es natürlich super blöd, wenn man eine solche Strategie verfolgt, wenn jedes Mal, wenn Dividende eintrifft, man dafür irgendwie 5 Euro bezahlen muss oder so. Auch wenn man nicht explizit eine Dividendenstrategie verfolgt, aber vielleicht doch mal irgendwie so ein Unternehmen im Portfolio hat, was Dividenden ausschüttet, ist es natürlich trotzdem ein Krampf, wenn man diese Dividenden bekommt und nicht genug investiert hat, um diese Kosten wenigstens auszugleichen. Das heißt, wenn ich nur ein paar Cent Dividende ausgezahlt bekomme, aber der Broker für die Transaktion 5 Euro verlangt, dann macht dieses Investment zumindest bei diesem Broker
keinen Sinn, weil ich ja permanent ein Minusgeschäft mache, bis ich dann vielleicht endlich so viel investiert habe, dass ich mehr Dividende bekomme, als die Gebühr kostet. Ganz ehrlich, in dem Fall würde ich einfach den Broker wechseln, weil Dividende zu bekommen macht eigentlich Spaß und sollte auch Spaß machen, aber wenn ich jedes Mal 5 Euro dafür bezahle, dann ist es ein Krampf und dann grusel ich mich eher davor, Dividende zu bekommen. Renditekiller Nummer 3, die Depotgebühren oder auch genauer die Depotverwahrungs- und Verwaltungsentgelte. Das ist das, was man oft monatlich oder quartalsweise bezahlt, um ein Depot bei einer Bank oder einem Broker zu haben, um Aktien verwahren zu können und wo alles rundherum um Kapitalveränderungen für einen verwaltet wird. Ja, und auch die können einem ordentlich den Spaß an der Investition vermiesen. Wenn man 25 Euro im Jahr oder mehr dafür bezahlt, dass das Depot mit seinen Aktien da ist, man aber weniger Dividenden bekommt oder vielleicht auch noch Kursverluste gemacht hat, dann sind solche Gebühren natürlich doppelt ungeil. Es gibt auch Wertpapiere mit besonderem Verwahrungsentgelt. Das sind dann Wertpapiere, bei denen man zusätzlich zum Depotentgelt monatlich noch einen bestimmten Prozentsatz bezahlt. Das kommt sehr, sehr selten vor und jetzt bei Comdirect betrifft es zum Beispiel auch nur ein einziges Wertpapier und zwar Xetra Gold. Wahrscheinlich, weil hier noch eine physische Lagerung dahinter steht. Xetra Gold ist ein Produkt, bei dem man sich theoretisch das Gold nach Hause liefern lassen könnte. Aber auch was die ganz normalen Depotgebühren betrifft, beziehungsweise genauer das Depotentgelt, gibt es einige Möglichkeiten, da drum herum zu kommen. Bei manchen Brokern ist das Depot grundsätzlich kostenlos, das ist super und da braucht man sich dann auch weiter keine Gedanken drüber zu machen. Dann gibt es natürlich Anbieter, da ist das Depot grundsätzlich nicht kostenlos und dann gibt es wiederum solche, bei denen ist es kostenlos unter bestimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Trades innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, Sparplanausführungen oder auch anderes. Falls du aktuell solche Depotgebühren bezahlst, schau am besten einfach mal ins Preisverzeichnis, ob es da Möglichkeiten für dich gibt, diese zu umgehen. Allgemeingültige Aussagen kann ich hier leider nicht machen, weil es gibt echt viele Broker und Tarife. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber Gebühren sind eben ein absolut wichtiges Thema und besonders bei dem, was ich hier propagiere, das sind ja eher Anlagen mit kleineren Beträgen. Da muss man eben ein ganz besonderes Auge drauf haben, dass sich die Investition tatsächlich auch noch lohnt. Und wenn sie sich eben nicht lohnt, dann muss man als Kleinanleger vielleicht in Betracht ziehen, den Broker zu wechseln, so dass es sich wieder lohnt. Weil es gibt echt günstige Möglichkeiten, es muss kein Vermögen kosten, in Aktien zu investieren. Für meine Sparpläne bezahle ich zum Beispiel je 1,5% pro Kauf, also bei 25 Euro sind das dann gerade mal 37 Cent bei Comdirect. Und wenn ich in meinen Videos erzähle, dass ich mal wieder für 200 Euro irgendwelche Aktien gekauft habe, dann mache ich das bei DEGIRO, wo es mich um die 50 Cent pro Ausführung kostet, wenn ich das an der amerikanischen Börse kaufe, was ich normalerweise tue. Weil andernfalls würde sich dieses 200-Euro-Investment oder auch weniger einfach nicht lohnen. Allgemein sollte man einfach abchecken, was bei der eigenen Anlageart und bei dem jeweiligen Broker der Wahl für Gebühren anfallen. Und wenn die Rendite dadurch langfristig ins Minus fällt, dann muss man eben schauen, ob man irgendwelche Optimierungen vornehmen oder irgendwelche Stellschrauben drehen kann, dass das günstiger wird oder im schlimmsten Fall eben wechseln. Also ich hoffe, ich konnte etwas dafür sensibilisieren für die ganzen Depotgebühren bzw. Gebühren, die mit dem Depot zusammenhängen, ob man jetzt irgendwelche Käufe oder Verkäufe macht, ob das einfach das Depotentgelt ist. Es gibt Währungsumtausch, es gibt verschiedene Arten von Gebühren und da muss man einfach ein Auge drauf haben und auch ich habe mich jetzt für die Broker entschieden aufgrund der Gebühren und je nachdem, was ich da mache, hat auch seinen Sinn, so wie ich das mache. Ne? Also bei Comdirect habe ich meine Sparpläne, einfach weil es dort angeboten wird und weil es super komfortabel ist, dort einfach Sparpläne zu besparen für 1,5% des Ordervolumens. Das ist absolut attraktiv, deswegen mache ich das dort. Und dann gibt es wiederum andere Aktien, andere Unternehmen, bei denen habe ich mich eben entschieden, das mit Einzelkäufen zu machen. Und das mache ich dann eben bei DEGIRO, da wo Einzelkäufe günstig sind. Ich vermische die Unternehmen nicht, das heißt, ich schaue schon, dass ich ein Unternehmen nicht auf zwei Brokern gleichzeitig habe, weil das finde ich dann auch so ein bisschen durcheinander. Aber grundsätzlich, ja, so ist
meine Ordnung da. Fragen, Anregungen und Broker eurer Wahl gerne unten in die Kommentare. Gerade läuft es ja echt mit den Videos. Es sind genug Ideen da und vor allem auch die Zeit, um das Ganze dann umzusetzen. Also ich bin gerade so ein bisschen im Flow und ich hoffe, das geht noch ein bisschen so weiter. Mal schauen. Die Videoideen kommen bei mir immer so in Massenlieferungen und irgendwann gibt es dann einfach mal so Ideenpausen zwischendurch, wo es dann etwas weniger ist. Ich danke dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.